Hi Leute, herzlich willkommen zu Detroit Become Human. Hier ist eure Alice im Zockerland. Ich wurde gerade einfach so ins Spiel geschmissen. Diejenigen, die mich öfters verfolgen, werden sich jetzt wahrscheinlich denken: Mensch, Alice, beende doch erstmal, was du angefangen hast. Und ja, ihr habt ja recht und das werde ich auch, aber ich habe mal geguckt, Detroit hat so eine durchschnittliche Spielzeit von 10 bis 12 Stunden. Das heißt, bei mir wären es wahrscheinlich 15. Und ich möchte es einfach spielen, solange es gerade neu ist und vielleicht noch ein bisschen Reichweite hat. Ja, ich mache das immer noch zum Spaß, aber Reichweite ist auch immer ganz schön. Und deswegen verlieren sich vielleicht mal 10 Leute hier hin, anstatt nur 5. Ja, das ist auch schon alles, was ich weiß, dass es so 10 bis 12 Stunden hat. Das hatte ich bewusst halt vorher geguckt, bevor ich das Let's Play starte. Ansonsten... Die mich kennen, wissen, es wird einfach komplett blind. Ich beschäftige mich. Ich gucke nicht so viele Trailer und so. Ja. Deswegen mal gucken, was das wird. Das erfahren wir jetzt zusammen. Und ich bin mal so abenteuerlustig und spiele das Ganze auf Deutsch. Ich habe ehrlich gesagt null Ahnung mehr, was ich in der Demo gemacht habe, ob ich es auf Deutsch oder Englisch gespielt habe. Aber viele beschweren sich ja, dass wenn auf dem deutschen Kanal englische Sprachausgabe gespielt wird. Deswegen mache ich das jetzt mal auf Deutsch mit der Option, wenn es mir sehr, sehr weh tut, es wieder auf Englisch zu schalten, so wie ich es bei Final Fantasy 15 gemacht habe. Ja, wir starten tatsächlich genau da, wo die Demo auch angefangen hat. Keine Ahnung, wer die gesehen hat. Ich bin tatsächlich gerade am Überlegen, was ich mit dem Fisch diesmal mache. Mit dem rechten Stick. Ich habe Zeit zu überlegen. Die Sache ist, meine Aktionen werden, das habe ich mir aus der Demo heraus zusammengereimt, die werden mich mehr oder weniger korrumpieren. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie extrem die Auswirkungen sein werden. Aber ich weiß noch von der Demo, dass der Fisch halt auch Auswirkungen auf meinen quasi Geisteszustand hat. Und jetzt frage ich mich, als Android müsste ich ihn doch eigentlich liegen lassen, weil es mir theoretisch egal sein sollte. Ich als Mensch, ich würde ihn retten. Ich habe ihn ja auch in der Demo gerettet. Aber was macht das mit mir als Android? Ich spiele einen Androiden, der nicht abtrünnig ist, also lasse ich den Fisch diesmal liegen. Okay. Ich habe tatsächlich diesmal oben rechts überhaupt keinen. Bitte retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Das können Sie doch nicht machen! Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Gott, halt die Fresse, ey. Ich rette deine Tochter. Okay, ich sollte nämlich ein bisschen beeilen, wenigstens. Weil ich weiß, ein bisschen passiert ja halt auch was, wenn ich nur rumtrödele. Also als ich den Fisch in der Demo gerettet habe, hat es halt ein bisschen, hat mich das, glaube ich, schon ein bisschen korrumpiert. Hey. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Ist sein Name bekannt? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Jede Sekunde zählt. Ich weiß. Okay, das analyse ich hier. Das kennen wir ja alles aus der Demo noch.
Das heißt, ich kann mich hier so ein bisschen beeilen jetzt. Aber trotzdem, ich muss trotzdem alles finden. Weil es halt wichtig ist für die Dialogoptionen dann hinterher. Mir ist übrigens eingefallen, dass ich die Rekonstruktion verlassen habe. Dass ich die Demo auf Deutsch gespielt habe, tatsächlich. So, wir möchten noch herausfinden, was hier überhaupt so passiert ist. Dafür suchen, gucken wir uns mal ein bisschen um. Gehen hier ins Zimmer. No. Ich habe das gleiche Modell zu Hause. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ihr das gerade jetzt gehört habt oder nicht, weil die Sprachausgabe immer in den Controller kam. Also, er heißt Daniel, das ist wichtig. Gut, haben wir hier noch was? Ich glaube, das war's. Sieht einfach so gut aus. Okay, wir untersuchen noch die Opfer. Du schaffst, glaube ich, gar nicht alles zu untersuchen, ohne dass gleich passiert, was passiert. Also entweder passiert das oder du gehst halt völlig unvorbereitet raus. Wobei das tatsächlich gar nicht alles so wichtig ist. Ich glaube, du kannst immer noch das bestmögliche Ende kriegen. Selbst wenn du nicht alle Informationen sammelst, aber wir wollen ja auch die Informationen wissen. Das ist ja schon, wir spielen das ja nicht einfach nur zum Durchrushen. Wobei ich rushe jetzt gerade tatsächlich ziemlich durch. What? Was war das? Weil ich die Demo halt schon nicht. Wie oft habe ich sie gespielt? 6, 7, 8 Mal? Ich habe halt wirklich jedes Ende freigeschaltet von der Demo. Scheiße. Ich erkläre euch gleich, warum ich lache. Das ist so krass. Das ist, also ich finde es ganz interessant, dass das Spiel halt mal wieder ein bisschen... das passiert. Orte die Geisel. Okay, das heißt, wir haben hier so... also, dass das Spiel tatsächlich mal wieder ein bisschen wirklich auch die Features des Controllers nutzt, dass du halt die Touchpads, die Tablets schaltest du halt mit dem Touchpad frei und sperrst du die. Und der Sound der Tablets kommt halt aus dem Controller raus. Das wird ja alles eigentlich überhaupt nicht mehr genutzt. Hey, sorry. Ich verspreche euch, dass ich durch die restlichen Passagen nicht so durchrushen werde. Oh, nein, ich hätte noch eine Information für euch. Und zwar hat das Spiel 32 Kapitel. Das habe ich auch schon gelesen. Das war es aber wirklich, was ich weiß. Da. Da ist übrigens noch. Da ist eine Waffe. Aber... Oh, hey.
Verschwindet alle sofort oder ich springe! Okay, ich habe keine Ahnung, ob er vielleicht irgendwann auch springt, wenn ich mir zu viel Zeit lasse. Wir sind übrigens ein guter Android. Also ich spiele jetzt einfach mal gut und artig. Deswegen lasse ich die Waffe liegen. Ne? Noch was? Da sind noch Dinge. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles gerade so wichtig ist. Okay, da muss ich aber auf die andere Seite rüber. Ich versuche jetzt einfach mal in meinem ersten Durchgang einfach so viel wie möglich. Ist das Einsatzkommando auf einen Angriff vorbereitet und seit einer Stunde wird ein Mädchen auf einer Dachterrasse als Geisel festgehalten, hier im Zentrum von Detroit. Noch steht nicht fest, was genau passiert ist, aber der Täter scheint der Android der Familie zu sein. Er hat vermutlich ein Familienmitglied und einen Polizisten getötet. Bestätigt es sich, wäre das der erste Fall eines Androiden, der absichtlich Menschen tötet. Alles spricht dafür, dass sich das Einsatzkommando... Okay, das hat er jetzt automatisch gemacht. Hier war noch was, oder? Nein. Uah, jeder ist scheiße, meine Chancen sinken. Okay, ich gehe. Das ist doch total. Hey, da war noch was zu analysieren. Ist es dann noch ein Blut? Ist es Kühlflüssigkeit? 73%? Ja, chill. Nein. Oh. Ich glaube, das hatte ich in der Demo gar nicht aufgehoben. Habe ich alles? Sieht gut aus. Hi, Herr, ich will raus. Oh nein, wir gucken erstmal. Ja, ein Knie verletzt. Das schon fehlt. Geisel geortet. So. Hätte ich jetzt zu viel nicht untersucht. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein, bitte nicht! Ich hab keine Angst. Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Gut, dann machen wir das mal. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt nicht zu spät. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angenommen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Er verliert Blut. Wenn er nicht in ein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass ihn nicht an! Finger weg oder du stirbst! Okay. Gehorche mal, aus dem Grund, er ist ein Polizist. So, das ist traurige Realität, dass das passieren kann mit ihm. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein. Es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du,
Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Oh, das kommt nicht in Frage. Du bist eine Maschine, du musst gehorchen. Jetzt nimm die Waffe runter und lass das Mädchen gehen. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. Fuck! Oh Gott, kill ich ihn jetzt schon? Ich glaube, ich kill ihn jetzt schon. Ich hab's verkackt. Nein! Nein, ich hab ihn gleich gekillt. Scheiß! Ich hab's in der Demo so gut gemacht. Nein! Ich hab Connor gekillt. Ich habe keine Ahnung, ob er jetzt wirklich tot ist. Ob es das jetzt quasi war mit seiner Storyline. Das ist eigentlich das, was ich vermeiden wollte. Scheiße, ich hätte einen Kompromiss wählen sollen. Nein! Dreck, verkackte Scheiße. Ja, Ablaufdiagramm der Szene. Ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Oh Mann, ich habe ihn gekillt. Scheiße, das ist doch doof. Okay. Ah, Mission erfüllt. Aber ich habe ihn gekillt. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich sie einfach sterben lasse. Okay, und hier nochmal für alle, die es nicht kennen, ist das gesamte Ablaufdiagramm. In der Demo habe ich alles freigeschaltet, bis auf das hier mit dem... Nein. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie gleich den ersten Androiden gekillt haben. Doch nicht Connor. Ich mochte Connor. Das kann ich halt nicht mehr ändern. Wie sieht's aus? Skeptisch. Oh nein, was habe ich getan? Shit. Ja, ich glaube, ich mache dann hier mal die erste Pause. Ich habe, glaube ich, um 10 nach ungefähr angefangen. Jetzt ist es halb, also 20 Minuten. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, ob Connor einfach wirklich tot ist und sein gesamter Handlungsstrang wegfällt. Das habe ich mich halt schon immer die ganze Zeit gefragt, weil ich ja wusste, dass die eigentlich auch sterben können hier in den verschiedenen Enden. Ja, gut. Wollte ich nicht ausprobieren eigentlich, jetzt noch nicht im ersten Durchlauf, aber ist halt so. Jetzt geht's da weiter. Schauen wir mal. Ich mache hier erstmal eine kurze Pause, weil Kapitel zu Ende, Demo zu Ende, danach wird es wirklich, wirklich blind für mich, weil hier die Demo halt auch aufgehört hat. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich habe unglaublich Bock auf dieses Spiel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.